Jupiter und Uranus in deinem Zeichen bringen dich noch einmal mächtig auf Trab. Saturn und Neptun unterstützen dich. Pluto, der tiefgreifende Wandler, liefert dir unterschiedliche Transformationskräfte. Mein lieber Stier, das Jahreshoroskop für das Jahr 2024 und natürlich auch für die Stier-Aszendenten. Ja, du bleibst in diesem Jahr eins der Sternzeichen, das natürlich weiterhin im Fokus der Aufmerksamkeit steht. Auf dich und deine Handlungen, kommt es jetzt noch mehr an, wie wir schon gemerkt haben. Was unternimmst du mit den feurigen Jupiter-Impulsen und den unkonventionellen Erneuerungskräften von Uranus? Bist du bereit, alte, verstaubte Ansichten und vielleicht festgefahrene Verhaltensweisen hinter dir zu lassen? Die letzten Jahre mit Uranus in deinem Zeichen haben schon sehr viel Erneuerung an dir geleistet und von dir abverlangt. Und in diesem Jahr stehen besonders die Geburtstage der dritten Dekade im Brennpunkt dieser Veränderung. Besonders interessant wird die Zeit von Ende März bis 20. Mai, wo dann zum Beispiel Jupiter, unser Glücksplanet, der in deinem Zeichen unterwegs ist, über den Uranus wandert und dort völlig neue geistige und universelle Dimensionen eröffnet und dir offenbart. Und da kannst du dann mächtig ins Staunen kommen. Es ist einfach auf jeden Fall eine sehr horizonterweiternde Kraft, die da eine Rolle spielt. Neue Chancen, neue Möglichkeiten, neue Lebendigkeit und kann man auch sagen, eine Frischzellenkur inklusive. Ich möchte dir etwas an die Hand geben. Als astrologischer Coach und Berater für Selbstständige, für Führungskräfte, für diejenigen, die das Leben gern selbst in die Hand nehmen möchten, nutze ich meine ganzen speziellen Kenntnisse über die Macht der Zahlenwirkung von Numerologie und Astrologie, um dich konkret in deinen geschäftlichen, persönlichen und auch finanziellen Entscheidungen zu begleiten, zu unterstützen und zu schauen, wann ist denn was für dich am besten und am vorteilhaftesten zu nutzen. Und wenn du zum Beispiel momentan in einer Situation bist, wo du noch nicht genau weißt, wo geht's hin und wann, schau einfach und komme mit mir in Kontakt. Ich schaue mir das aus einer ganz anderen Sicht an. Wir tun den Blickwinkel verändern und kannst erstmal mit mir gerne in ein kostenfreies Kennenlerngespräch kommen und ich schaue einfach mit dir, was da gerade dran ist. Oder in ein Beratungsgespräch. Das geht dann ganz einfach unter www.bärbel-reu.de/beratung oder eben ein kostenfreies Kennenlerngespräch unter meinem Calendly. Die Links sind ja auch unter dem Video immer in der Beschreibung zu finden oder in den sozialen Netzwerken, wo ich auch mich ja mit allem veröffentliche. Ja, und jetzt geht es in deinem Jahreshoroskop erst einmal weiter. Du als Stiergeborener bist ja also vom Sternzeichen ein Erdzeichen. Und du bist das festeste Erdzeichen im gesamten Sternenzyklus. Und natürlich auch in diesem Zusammenhang auch sehr naturverbunden. Und die vielen kraftvollen Planeten in deinem Zeichen wollen das natürliche Prinzip wieder und noch weiter zur Blüte bringen. Jupiter erweitert und eröffnet dir diese zusätzlichen und großen Chancen hier auch nochmal ganz deutlich. Und du kannst sehr gut zum Beispiel mit der Natur und der Echtheit deines Seins grundsätzlich schon mal umgehen. Und du bist einfach auch ein Erbauer und Bewahrer. Nimm die neuen Veränderungen mit denen du in Kontakt kommst, mit in deinen Erfahrungsschatz auf und mache etwas ganz Nützliches daraus, weil das Ziel ist ja auch, etwas Nützliches in die Welt zu bringen. Es soll etwas sein, das die Menschen und die Tiere und die Welt einfach voranbringt. Und da du dieser Bewahrer und Erbauer bist, bist du einer der wichtigen in diesem Bereich. Saturn im günstigen Aspekt unterstützt dich dazu, dann natürlich, um da hier besonders die Geburtstage der zweiten und dritten Dekade, die
alle Vorhaben zum Beispiel dann auch mit saturnischer Energie versorgen. Das liefert viel Durchhaltevermögen, viel Ausdauer, Beständigkeit, auch etwas Handfestes hier in die Welt zu bringen. Nicht, dass du davon zu wenig hättest als Stier, aber der Saturn macht das Ganze dann nochmal spezifischer. Und das ruft dann für dich auch bestimmte Energien speziell zum Neumond am 8.5. bei dir auf, denn der Neumond, der bringt immer den Auftrag mit, etwas Neues zu starten. Also diese Impulse kann man dann wirklich mit aufnehmen. Pluto steht da für die Geborenen der dritten Dekade noch weiter unterstützend zur Verfügung. Damit sind die Transformationsprozesse mit deiner Energie auch kompatibel. Neue Wege sind zum Beispiel kraftvoll und mit großem Schwung umsetzbar. Schwerer fällt das dann natürlich eher den Geborenen der ersten Dekade, denn die haben den Pluto im Spannungsfeld stehen. Und da können natürlich zwingende Erfahrungen ins Leben treten, die einfach eine Veränderung unumgänglich gestalten. Also so hier muss man einfach auch noch deutlicher merken, wann muss ich mit der Energie gehen. Da kann der Vollmond zum Beispiel am 24.04. im Spannungswinkel zu Pluto doch einige aufregende Auslöser mitbringen, wo man das doch ganz gut im Fokus haben sollte. In der Zeit vom 13.06. bis 8.08. bildet dann Uranus in deinem Zeichen einen sehr schönen Aspekt zu Neptun in den Fischen und das öffnet dir jetzt spirituelle Welten in einer freundlichen und sehr verträglichen Form, auch in mehr Feinsinn. Und du darfst auch staunen, was sich da eröffnen will. Und ab dem 28.07. bis zum 4.11. beginnt dann das erste Mal ein großes Trigon, ein großer, schöner Aspekt zwischen Uranus, unserem Revolutionär in deinem Zeichen mit Pluto im Wassermann. Das ist dann eine sehr interessante Geschichte. Das ist eine äußerst seltene Verbindung und du bist damit erst einmal von Anfang an im Kontakt. Die universellen Welten öffnen jetzt Tore und lassen dich da teilhaben an diesem großen neuen Spektakel. Du bekommst eine völlig neue Sicht, ein neues Verständnis für dich selbst und auch deine Rolle im universellen Weltgeschehen. Klingt alles ein bisschen urisch groß, aber es ist tatsächlich auch so vorgesehen. Der Aspekt ist erstmal am Entwickeln, der da kommt. Der Orbis ist da noch, also die Abstände der Planeten zueinander, also die Weite der Planeten, wie sie den Orbis bilden, sind noch etwas größer, aber sie sind schon spürbar. Im Laufe der kommenden Jahre wird dieser Aspekt dann immer deutlicher zum Vorschein kommen und auch mit dir noch deutlicher in Kontakt treten. Aber du hast natürlich die Möglichkeit, einfach mal mit mir in ein Beratungsgespräch zu kommen. Den Link zum Beratungsgespräch findest du hier in der Beschreibung oder ich sage es dir einfach www.bärbel-reu.de/beratung. Da kannst du ganz wunderbar mit mir in Kontakt treten. So, jetzt gebe ich dir die Infos zu deinen Zeiten der Liebe in 2024. Ja, und das ist dann natürlich die Venus-Themen. Venus, unser Liebesplanet, ist bereits vom 23.01. bis 16.02. aktiv im Steinbock und damit auch liefert er automatisch viel Stabilität, viel Ehrlichkeit, Verantwortungsbewusstsein und auch viel Treue. Und zusätzlich werden da natürlich wichtige Entwicklungen noch von Saturn unterstützt, der da alles auf realen Boden holt. Es ist eine gute Zeit für langfristige und verbindliche Beziehungen, die da wichtig sind für dich. Ab dem 11.3. bis zum 5.4. verwöhnt dich Venus in den sensiblen Fischen und das macht natürlich sehr sinnlich und mitfühlend, auch verträumt und verliebt. Es aktiviert deine künstlerische Ader. Das verstärkt einfach auch noch dein Kunstsinn. Und in dieser Zeit verbindet sich dann Venus auch mit Saturn und fordert natürlich von dir, weil Saturn immer der Realchecker ist, Realitätssinn. Also hier wollen die Dinge dann auf die Erde kommen und dort auch erlebt werden. Also es ist nicht im Traum, sondern in der Wirklichkeit.
Aber da kann natürlich Traum zur Wirklichkeit werden. Ab dem 29.04. bis zum 23.05. wandert dann der Liebesplanet durch dein Zeichen und das bringt dich natürlich ganz stark zum Strahlen, weil das ist ja auch dein Zeichenherrscher. Und in dieser Zeit trifft dann Venus auch auf Uranus und das bringt das Liebesleben natürlich mächtig auf Trab, vor allen Dingen für die Geburtstage der dritten Dekade. Da können natürlich plötzliche Liebesabenteuer eine Rolle spielen oder einfach das belebt die Beziehung. Alles ist da möglich, ja. Und die letzten Geburtstage bekommen dann auch Venus und Jupiter in Umarmung mit der eigenen Sonne. Und das ist dann Glücksenergie pur, also völlig neue Dinge. Die Geborenen der ersten Dekade sind mit Pluto-Spannung zur Venus in einer Art Zwickmühle. Und können transformierende Erfahrungen zum Beispiel in Liebes- und Geldangelegenheiten erfahren. Die Geburtstage der zweiten Dekade und dritten Dekade bekommen dann Saturn aber als stabilisierende Kraft. Ja, vom 17.06. bis zum 11.07. kommen dann also angenehme Impulse über die Energie von Venus im Krebs. Und das ist eine gute Zeit, um sich um die Familie, um die Kinder und mit den Kindern und der Familie etwas zu tun, sich darum zu kümmern und natürlich auch sein eigenes inneres Kind zu pflegen. Vom 5.8. bis zum 29.8. steht dann die Venus in der Jungfrau sehr hilfreich zu dir. Und mit viel Loyalität und Verlässlichkeit kannst du natürlich deine wesentlichen Dinge jetzt auch wieder auf solide Füße stellen. Und die Geburtstage der dritten Dekade erleben da eine günstige Verbindung auch nochmal zwischen Uranus und Venus. Und das liefert natürlich hier auch wieder überraschende Neuerungen. Ja, vom 23.09. bis zum 17.10. wird es richtig leidenschaftlich. Dann Venus wandert dann in den Skorpion. Und steht dir da genau gegenüber. Und in dieser Phase kann es natürlich auch zu Eifersucht und zu Besitzansprüchen kommen. Und das betrifft hier dann besonders die Geborenen der ersten Dekade. Die Liebe kann in dieser Zeit sehr transformierend werden. Also es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr bedeutende Phase. Vom 11.11. bis zum 7.12. gibt dir dann die Energie der Venus im Steinbock sehr viel Bodenständigkeit und inneren Halt und die versorgt dich dann auch mit sachlicher Beständigkeit. Da kann man Beziehungen auf feste Füße stellen, kann klare Entscheidungen fällen und vor allen Dingen auf langfristige Sicht etwas in die Wege leiten, sich bekennen zu seiner Liebe. So, und dann habe ich für dich natürlich auch die Zeiten der Kraft mit Mars in 2024. In dieser Zeit vom 4.1. bis 13.2. ist der Kraftimpuls des Mars in dem Steinbock. Und das verleiht dir viel Ausdauer, Durchhaltevermögen auf vielen Ebenen und bringt da sehr, sehr viel Kraft mit, Dinge in die Welt zu bringen, die du sonst vielleicht gar nicht so machen würdest. Dazu gibt dir dann auch die günstige Verbindung zu Jupiter und Uranus noch sehr viel guten Schwung. Also bringt das auch noch richtig auf den Weg. Ab dem 23.03. bis zum 30.04. unterstützt dich Mars in den Fischen und du bekommst intuitive Eingebungen und kannst diese Impulse nutzen, um einen tieferen Zugang zu dir selbst zu bekommen. Auch in dieser Position steht dann Mars günstig zu Uranus und Jupiter in deinem Zeichen. Ab dem 9.06. dann bis zum 20.07. ist dann Mars in deinem Zeichen aktiv. Und alle deine Angelegenheiten bekommen jetzt richtig Energie. Deine Batterie kannst du da ordentlich wieder aufladen. Allerdings gibt es da einige sehr starke Aufreger und revolutionäre Zeitfenster. Vom 9.06. bis zum 18.06. steht Mars und Pluto im Spannungsfeld zu dir. Und du musst da auch unbedingt sehr aufpassen, wie du deine Kräfte einsetzt. Das ist eine also aggressive Energie, wo du genau aufpassen musst. Das ist eine Kampfenergie. Und besonders die Geborenen der ersten Dekade sind da in diesem Fokus. Vom 10.7. bis 20.7. steht dann Mars mit Uranus in Umarmung und das sind die Kräfte explosiv. Und die können auch totale, sofortige, direkte Veränderungen auslösen.
Die Geburtstage der dritten Dekade stehen besonders im Fokus damit. Und das ist eine besonders aufregende Phase. Also muss man sich tatsächlich darauf einstellen, dass hier etwas völlig Neues beginnen kann. Der Energieplanet steht dir weiter aber zur Verfügung dann vom 4.9. bis 9.11., wenn er in den Krebs einzieht. Und das verstärkt auch wieder intuitive Wahrnehmung. Bist du am richtigen Platz? Du spürst ganz einfach genauer, was zu welcher Zeit richtig ist. Da sind auch die Regenerationskräfte deutlich erhöht. Da hast du die Chance für dich selbst auch noch einmal Kraft zu schöpfen und zu schauen, was hat denn das Jahr so wichtige Themen für dich gehabt und wie bist du daraus hervorgegangen? Und an der Stelle möchte ich dich noch einmal einladen. Komm ganz einfach mal zu mir in ein intensives Beratungsgespräch, wo du schauen kannst, welche Themen denn jetzt für dich dran sind. Das geht natürlich ganz einfach wieder unter www.werbe-reu.de/Beratung oder eben komm in ein Vorgespräch zu mir in eine Vorbereitung, wie ich dich zum Beispiel 3 Monate oder 8 Wochen oder 4 Wochen in all deinen wichtigen Themen begleiten kann, aus numerologischer, astrologischer, energetischer Sicht. Da gibt es vieles, aber in diesem Vorgespräch erfährst du dann alles dazu. Ja, oder komm einfach in ein Kennenlerngespräch, wo wir uns erst einmal schauen, was wir füreinander vielleicht an Möglichkeiten mitbringen können, wo eine Zusammenarbeit überhaupt sich abspielen kann. Und an der Stelle kann ich dir auch noch empfehlen, wenn du dir das Video jetzt auf YouTube angeschaut hast, dann freue ich mich natürlich, wenn es dir gefallen hat, über einen Daumen hoch und über einen Like. Und wenn du die Glocke abonnierst, also meinen Kanal abonnierst und die Glocke aktivierst, dann hast du natürlich die Chance, auch immer die wichtigsten Infos schnell und direkt zu bekommen. Ja, und an der Stelle beende ich jetzt meine Ausführungen für dein wunderbares und tolles Sonnejahr 2024. Und ich wünsche dir natürlich ein kraftvolles, erfolgreiches und vor allen Dingen sehr umsatzstarkes und umsetzungsstarkes Jahr 2024, das Sonnejahr. Ja, es gibt Power und Möglichkeiten. Und was du sicherlich hier auch noch siehst, ist das Buch. Das ist das Jahrbuch recherchiert mit allen Wochenhoroskopen für 2024, wo du wunderbare Planungshilfe in der Hand hast. Hol dir das Buch, dann bist du gut gewappnet und alles andere kannst du natürlich bei mir direkt in der Beratung erfahren. Ich wünsche dir jetzt alles, alles Liebe für das Jahr 2024 und sei ganz, ganz lieb gegrüßt von mir, Bärbel Roy, deiner Astrologin. Tschüss, mach's gut.